Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Monkey Island Nummer 1. Das Geheimnis der Affeninsel, wie man so schön sagt auf Deutsch. So, da könnten wir immer noch die Krüge einsammeln, aber für was? Wir brauchen die ja nicht mehr momentan. Mit dem Krog haben wir schon gemacht. So, Dolle, jetzt fragen wir mal den weinerlichen Koch. So, schau an, Koch. Genau. Ich bin schon weg. Viel Glück. Ist das traurig? Oh nee. Ich armer Koch. Ich schließe meine Laden. Also Koch können wir nicht anheuern. Jetzt habe ich noch eine Idee. Ja, der eine wird ja wohl eh nicht wollen, der hier. Rede. Entschuldigen Sie, aber haben? Oh, du bist es wieder. Ich sag doch schon, es gibt nur eine einzige. Nun zisch ab. Ah, hätten wir auch nicht das sagen können. Die wollen wahrscheinlich auch nicht, Männer ohne Moral. Ja, ich gehe dann mal wieder. Dann gehen wir mal hier durch. Der Gemischtwarenhändler wird wohl auch nicht, oder? Jetzt die Tür, die steht da noch offen. Hey, wo bist du denn hin? Ich laufe durch die halbe Insel, versuche ein Treffen mit der Schwertmeister zu arrangieren. Der übrigens meint, sollst du dir das abschminken? Und als ich wiederkomme, bist du weg. Mal sehen, ob ich dir je wieder eine Gefallen tue, undankbarer Ladendieb. Bin kein Ladendieb, nochmal. So, rede. Was willst du denn? Ja, nö. Ich hab gedacht, ich könnte dich was anderes fragen. Ich sehe mich nochmal um. Okay, weck mich, wenn du was brauchst. Also gut, mein Alter. Ciao. Auf Wiedersehen. In der Kirche wird man wahrscheinlich auch keinen finden. Ja, da ist wieder die Tante hier. Wo kriegen wir noch mehr Leute her? Das ist die Frage. Was ist nur die Ratte? Schau an Torbogen. Ich sehe nichts Besonderes. Ihre Reservierung ist für 14:30 Uhr, mein Herr. Bitte beehren Sie uns dann. Na gut, na gut. Dann gehen wir nochmal in die Kirche. Huuuuh, ja. Omen, Amen, ihr kriegt Dame, ihr. Akadu, Akadu, irgendwie Hepsa, Hokus Pokus, Fidibus. Ich muss hier raus. Hier ist auch niemand, da kann man auch nichts machen. Tja, wo kriegt man denn noch mehr Leute her? Der Koch geht nicht mit. Der hilft uns nicht, der Ausguck hilft uns nicht. Die helfen uns nicht. Tja. Naja, gut, sehr geehrte Piratenfamilie. Ihr Koffin Jung lebt nun an meiner Seite. Wie ich das Schicksal schon immer wollte. Ja. Das ist nochmal der Brief vom LeChuck. Sollen Sie uns nach uns suchen, können wir Sie leider nicht für Ihr Leben garantieren. Ich will es jetzt aber nicht lesen. Mit freundlichen Grüßen, Captain LeChuck. So. Oh. Benutze. Das klappt so nicht. Benutze T-Shirt. Behalte es besser im einwandfreien Zustand. Ja, was. Es könnte eigentlich tages etwas wert sein.
Benutze das T-Shirt, es passt mir nicht. Hätte man sich denken können. Ja, pff. Oder benutze Fleisch mit den Piraten hier. Das klappt so nicht. Jetzt habe ich aber wieder mal keine Ahnung. Wenn wir nochmal zur Voodoo-Tante gehen, die jetzt wieder da, nachdem wir unsere drei Prüfungen fertig haben. Zack. Hallo? Du bist zurückgekommen, deine Zukunft zu entschlüsseln? Ja, ich muss die Gouverneurin retten. Ich sehe dich mit einigen anderen, die dir helfen wollen. Voodoo! Ich hasse diese Blitzerei, da sehe ich immer tanzende Flecken. Stühl! Ich habe eine weitere Vision. Du musst. Was muss ich? Du musst nach Monkey Island, Trademark. Dort angekommen wirst du nach dem Geisterpiraten LeChuck suchen. Er versteckt sich tief unter Monkey Island, Trademark. Es gibt nur eine Sache, die ihm wirklich gefährlich werden kann. Was? Eine uralte Wurzel. Mit dem richtigen Zauber vorgesehen, genügt ein Tropfen, um einen Geist zu vernichten. Stark. Ich sehe mehr. Eine weitere Mission. Raus damit! Ich sehe die Kannibalen, die auf Monkey Island Trademark leben. Sie helfen dir oder essen dich. Ich kann es nicht genau sagen, die Vision verschwimmt. Na toll! Nun geh und finde die, die du liebst. Aber sei gewarnt. Keine Angst, ich pass auf LeChuck auf. Nicht auf LeChuck, aber auf dich selbst und was du finden wirst. Was du über dich und diese Welt herausfinden wirst. Es wird dich in Angst versetzen. Udo. Weg ist er. Okay. Gehe zu. Ich glaube nicht, dass ihr nochmal wiederkommt. Na gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Hallo? Ah. Ja, und jetzt haben wir immer noch keine Mannschaft zusammen. Ja, wie spät ist es denn? Ist es hier dann immer 10 Uhr? Ich dachte, das letzte Mal wäre 11 Uhr gewesen. Ja, jetzt könnt er mir vielleicht nochmal helfen, ja? Na, ich gehe dann mal wieder. Nein, die helfen mir nicht. Ja, Außer Mittag haben wir jetzt niemand. Ja, und wenn es immer noch 10 Uhr ist, dann ist es ja nicht 14 Uhr, dann dürfen wir hier immer noch nicht rein. Oder? Ihre Reservierung ist für 14:30 Uhr, mein Herr. Bitte beehren Sie uns dann. Ja, ist ja schon recht. Auch jetzt nur eine Mannschaft, das ist das Problem. Der Typ hier mit seinem Papagei will ja nicht.
Wobei hier jetzt ja sehr ausgestorben die Stadt ist. Der Koch will ja nicht. Der Ausgucker will nicht. Ja, da können wir höchstens den Schwertmeister noch fragen. Das habe ich jetzt vergessen. Oder den anderen da, diesen Captain, weiß ich jetzt nicht mehr, wie er heißt. Kassier oder so irgendwie. Nee, keine Ahnung. Habe ich vergessen. So, Treppe. Ja, wie soll man da drauf kommen, dass ich in der Treppe ist? Das muss ich immer wieder mal sagen. Dann gehen wir erstmal zum Schwertmeister. So. Lupp. Ja komm, das ist doch hier immer. Nee. Da tanzt es auch wieder. Bitte. Du hast schon das T-Shirt. Was willst du noch? Nö. Ich möchte, dass wir beide Freunde werden. Die Gouverneurin wurde entführt. Was? Das ist ja lächerlich. Oh nein. Das sieht böse aus. Sehr böse. Ich besorge ein Schiff und stelle eine Crew zusammen, um sie zu retten. Ich ahne schon, dass es bereuen werde, aber ich mache mit. Ich treffe dich am Dock. Sehr gut. Jawohl. Wenigstens eine, die gleich mitmacht hier. Ich meine, ich habe die jetzt zwar nicht sehr männlich immer gesprochen, aber so, naja. Mir gehen so ein bisschen die Stimme aus, von daher. So, jetzt könnte ich noch den Lehrer fragen. La 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 la. La 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 la. Da da dam. So. Öffne Tür. Keine Antwort. Hat man dahin, ging's noch raus. Das bringt uns aber leider nichts. Naja, dann gehen wir halt wieder zurück. Ja, hier können wir hinlaufen, aber das bringt uns auch nichts. Oder hier an die Küste? Nee, das bringt uns ja auch nichts. Also an die Gabel. Gehen einfach mal so ein bisschen hier durch die Gegend. Überall im Wald gibt es diese runden Dinger. Baumstumpf. Wenn du mich fragst, ein gewöhnlicher Baumstumpf mit einer Rotblume, die es hier überall gibt. Ich laufe wirklich gerade planlos durch, also und komme sogar dahin, wo ich hin will, lege mich ein alter Baumstumpf. Benutze Schaufel mit Stumpf. So klappt das nicht. Stein und Pflanze. Eine schöne Pflanze. So klappt das nicht. Ja. Oh, geht zu Knochen. Gruselig. Benutze Schaufel mit Knochen.
Das klappt so nicht. Da können wir nicht lang. Okay. Und jetzt habe ich mich dann verirrt wahrscheinlich. Kommen wir hier lang? Nein. Nee, das bringt uns wahrscheinlich überhaupt nichts. Geh zum Lagerplatz. Nimm Lagerplatz. Das kann ich nicht nehmen. Benutze Schaufel mit Lagerplatz. Das klappt so nicht. Jetzt sind wir am Anfang. Nee, also da findet man zufällig irgendjemand, der eben mit will. Hätte sein können. Benutze Notiz, das klappt so nicht. Okay. Ich hab gedacht, ich gleich kann. Oh! Hey, gut, dass ich auch mal wieder auftauche. 10 Leute wollten mir das Baby hier abkaufen, während ich hier auf sie gewartet habe. Aber ich sagte alle, keine Chance. Ich kenne einen Mann, der diese Schiff über alles liebt und der niemals hergeben wird. Ich habe doch recht, oder, Amigo? Natürlich habe ich recht. Ich meine, schauen Sie ihn nur mal an. Ergonomisch. Aerodynamisch. Eine schwimmende, muskelverzierte Schönheit. Mit Sternschnuppe. Ist das nicht ein bewegender Moment? Ich habe meine Meinung geändert. Ich kann sie nicht hergeben. Sie kriegen ihr Geld zurück. Wie konnte ich nur meine Liebste verkaufen? Aber Geschäft ist Geschäft, richtig? Richtig. Wir sehen uns später. Viel Glück. Viel Vergnügen, Amigo. Ich bin weg. Hoppla, jetzt habe ich doch beinahe vergessen, Ihnen diese Broschüre mitzugeben. Schwere Wort hier. Eine kleine Geschenk, damit Sie sich immer an mich erinnern. Stehen Sie. Vielleicht hätte ich doch die Garantie verlängern lassen sollen. Hey, lange nicht gesehen. Bist jetzt doch bei meiner Crew? Hey, ich lasse keine Chance aus, etwas schnelles Geld zu machen. Geld? Ja, wir werden doch gut bezahlt, oder? Ja. Klar. Gut, dass du da bist, Carla. Hey, keine Anmerkung, ne? Alter, was macht dieses wasserscheue Frack hier da draußen? Wie kriegen wir unser Schiff hier rein, wenn der Müll dort die Einfahrt versperrt? Und wo ist der Kabinensteward? Er muss noch ein paar Koffer aus meinem Haus holen. Was geht denn hier vor? Wo ist unser Schiff? Wo ist unsere Crew? Das wird schwerer als geplant.
Teil 2, die Reise. So, wir sind auf dem Meer. Dank der hervorragenden Führungseigenschaften Captain Sleepwood ist die Seamonkey auf dem Weg. Unbeschadet ihrer Unkenntnis der Navigation und der fehlenden Erfahrung plant die Crew die Reiseroute. Zuallererst möchte ich betonen, wie toll es ist, mit einer so eingespielten Crew zu arbeiten. Die Reise, die vor uns liegt, wird nicht einfach. Wir brauchen all unser Geschick, Glück und nicht zuletzt Teamwork. Zuerst wollte ich ein paar Pflichten verteilen. Wieso? Wir sind doch nicht mit dabei. Ich habe eine Liste gemacht. Irgendwas mit der Gouverneurin? Ich sehe nicht ganz den Sinn bei dieser Rettungsaktion. Die Frau kann gut auf sich selbst aufpassen. So wie ich es sehe, haben wir diese tolle Schiff hier. Na gut. Wir haben ein Schiff. Nehmen wir uns zurück, bringen das Ruder fest und segeln ein wenig herum. Meine Beine können etwas Auffrischen vertragen. Wenn ich so drüber nachdenke, war ich in letzter Zeit ziemlich im Stress. Etwas Urlaub könnte nicht schaden. Dann ist es entschieden. Wir machen eine Kreuzfahrt in der Karibik. Ich bin verdammt. So, jetzt können wir hier allerlei Sachen angucken. Gehe zu Federkiel. Sieht wie ein Federkiel mit Kugelscheiben hinaus. Okay. Ja. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir beenden die Folge hier in der Kapitänskajüte, oder wie man das nennt. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.